Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von... So, Leute von heute, ich bin's wieder, euer Gaming-Kellner. In dem Video geht jetzt einfach jetzt so ein bisschen um, ja, die Zukunft von dem Kanal hier, warum in letzter Zeit kein Video kam und, ja, und was in Zukunft kommen wird. Jetzt erstmal werdet ihr euch wahrscheinlich interessieren, warum in letzter Zeit einfach kein Video kam. Das war folgender Grund, und zwar war ich ziemlich beschäftigt. Ich habe irgendwie das JBB verfolgt, eine Zeit lang, JBB 2014. Und ich bin da zum ersten Mal mit Battle Rap in Kontakt gekommen. Fand ich cool. Und dann bin ich immer mehr von dem Gaming hier so weggegangen sozusagen und kam dann irgendwie zu Rap und hab dann selber gedacht, boah geil, schon mal ein Rap-Turnier, veranstaltest du doch auch eins für irgendwelche Amateure jetzt oder sowas. Und das habe ich dann in der Tat sogar umgesetzt. Ich habe mir einen Kanalnamen überlegt, habe dann da Qualifikationen bekommen. Es haben insgesamt über 32 Stück mitgemacht. Das ist schon krass fürs erste Mal. Und ja, das Turnier lief so, naja, muss man sagen. Eine zweite Staffel ist auch schon in Planung, aber das kommt dann auf dem anderen Kanal. Ich werde den Kanal übrigens auch verlinken, wahrscheinlich unten in der Infobox, könnt ihr reinschauen. Punchfabrik heißt er, falls ihr ihn nicht finden könnt, unten ist der Link. Ja, das war im Großen und Ganzen auch der Grund, warum kein Video kam. Teilweise war ich auch mit der Arbeit beschäftigt. Ich hatte zwar jetzt keine Seminare und so, aber einfach mit Arbeit war ich beschäftigt. Und persönlich auch habe ich angefangen zu rappen und habe beim VBT mitgemacht, habe bei dem Dominanz Rap Battle mitgemacht, das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Und im Moment mache ich auch bei einem Rap-Battle mit. Und da muss man eben auch Videos machen. Und man muss Texte schreiben. Und man braucht ein Beat und das ganze Zeug. Und deswegen bin ich deswegen auch so ein bisschen beschäftigt. Mit eben mit anderen Sachen. Ja, das letzte Video, was hier auf dem Kanal kam, war Ausländerman. Das war sozusagen eine Parodie von Slenderman. In Real Life von uns. Bei unseren Freunden, muss man sagen, kam es relativ gut an. Ich persönlich finde es sogar eigentlich voll scheiße. Aber daher, dass die Resonanz bei den Freunden so gut war, habe ich mir gedacht, okay, lädst es hoch, habe die anderen gefragt, ob es für die in Ordnung ist. Ja, und habe es hochgeladen. Wie ihr schon merkt, ich bin leicht erkältet. Deswegen klingt meine Stimme manchmal auch so ein bisschen komisch. Ja, ansonsten... Ja, was kommt als nächstes hier auf dem Kanal? Was wird kommen? So ganz bin ich da nicht so im Begriff. Ich werde jetzt direkt nach diesem Video, was ich hier aufnehme, werde ich nämlich auf Twitch live streamen. Train Fever. Geht halt um Züge, wie der Name schon sagt. Hinter mir sieht ihr ja, ich habe ein bisschen FIFA gezockt. Jo. Ich werde Train Fever Let's Play machen, Livestream machen und danach gibt es ja die Funktion, dass man dann von Twitch sozusagen das dann auf meinen YouTube-Kanal überspielen kann. Dann werde ich das auf Gaming Kellner rüberspielen und ja, dann habt ihr da ein paar Teile Let's Play von Train Fever. So ähnlich habe ich es auch beim Civilization Let's Play gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Parts das waren. Das waren, glaube ich, 9 Parts von Civilization. Ist ja auch relativ egal. Auf jeden Fall, ja, Train Fever wird jetzt auf den Kanal kommen. Ja, und dann wollte ich noch einfach mal aus Lust und Laune ein paar meiner Freunde grüßen. Mit wem fangen wir denn an? Ja, ich würde sagen Ladies First. Wen grüße ich denn? Von den Mädels. Wer hat's verdient? Nein, Spaß. Chrissy auf jeden Fall. Mit dir ist immer witzig zu schreiben. Dann Johanna. Wir hatten länger keinen Kontakt und haben uns auch länger nicht gesehen, aber ich hoffe, das können wir mal ändern. Dann Ange. Die ist in letzter Zeit immer cooler geworden. Jo, dann Dana. Du bist in letzter Zeit komisch geworden. Wen kann ich noch? Von den Mädchen. Ja, das war's eigentlich. Dann von den Jungs grüße ich einfach mal alle möglichen hier. Also Alex, macht immer Bock mit dir zu kicken. Ich wollte dich auch eigentlich heute oder morgen wollte ich dich zum Training begleiten irgendwie, weil du wolltest ja da zum Probetraining gehen.
Macht immer Spaß, mit dir zu kicken. Dani, du bist manchmal ein richtiger Pisser, so ein kleiner Verräter, aber ansonsten ist eigentlich ganz cool mit dir. Hamza, Nachbar, Schrägstrich, Brudi, Alter, wir machen jeden Tag was miteinander. Du bist cool. Dann, wen kann ich noch grüßen? Wer fehlt denn da? Tima, der wird das Video wahrscheinlich gar nicht sehen. Aber ja, dann einfach mal Fatjon zu Spaß, weil er ja hin und wieder mal meine Videos guckt, wie er sagt. Ja, wen kann ich noch grüßen? Ich will jetzt keinen vergessen, also nimm es mir nicht übel, falls ich jetzt irgendwelche Leute vergesse, die wichtig sind oder sowas. Ich wollte einfach mal ein paar Freunde grüßen und ja, das war's im Großen und Ganzen für das Video hier. Vielleicht fällt mir jetzt noch spontan irgendwas ein, was ich sagen könnte. Also ne, so spontan fällt mir jetzt nichts mehr dazu ein. Dann verabschiede ich mich mal bei euch. Bis zum nächsten Video. Euer Gaming Kellner. Tschaußen.